Oh, ganz kurz noch. Wir hatten natürlich gestern viel Regen. Ich muss immer noch bei meinem Schornsteinbeiß, hat also immer noch durchgeleckt. Das ist natürlich nicht so gut fürs Dach und vor allem auch nicht so gut für meinen Rigips oben und für die Isolierung. Ich muss also echt dringend beim Dach bei. Naja, die Gitterboxen bringe ich jetzt noch, die habe ich leer, das Holz ist hinten, die bringe ich dann jetzt noch zum Steffen Merler. Und ja, ihr seht das an den Hackschnitzeln, ist also echt gut was runtergekommen. Wie gesagt, es lief nur so, die Suppe lief nur so an meinem Schornstein runter und leider eben die Maschinen, so gut, das meiste steht im Trocknen, das Wichtigste. Ne? Also der Arsch und so, die ganze Elektronik steht im Trocknen. Aber das ist natürlich auch eher suboptimal für die Maschinen. Gut. Ja. Also da werde ich mir definitiv noch irgendwas einfallen lassen müssen. Jetzt geht's erstmal los. Es ist, müsste jetzt gleich 9:30 sein, halb 10 sein. Ich habe bin extra ein bisschen später los, weil ja gestern die Hochzeit war. Ja. Da habe ich mich natürlich blicken lassen. Ne? Das hätte ich ja eigentlich mit Tina hingesollt. Aber ich habe gesagt, dann muss ich da eben alleine hin, muss ich durch. Und ich hatte erst gedacht, naja, wie mögen die Leute wohl reagieren? Aber sie haben tatsächlich alle sehr, sehr cool reagiert. Die Feuerwehr Iren und so war eben auch da. Da habe ich mich damit zugesetzt. Und die haben mir eben alle auch nochmal ihre Hilfe und Unterstützung zugesichert, was ich eben sehr, sehr toll finde. Ja, die Autos sehen irgendwie alle aus wie Schweinehüllen gerade, ne? Weil man natürlich auch kein privates Auto mehr hat. Hier liegt das Ladegerät vom Twin-Trailer, ne? Hier liegt meine Polaski, hier liegt die Fernbedienung, Ladegerät für die Fernbedienung, mein Gehörschutz, das Werkzeug. Also es ist echt eigentlich eine Katastrophe, ne? Es ist echt eine sehr unbefriedigende Sache. Aber trotzdem müssen der SRT und der Jeep weg, weil das ist mir einfach, das Ding hier ist bezahlt. Der ist bezahlt, der kostet mich quasi nur die Steuern, Versicherung und Verschleiß und Diesel und so. Und so ungern, wie ich gerade den Jeep abgebe, weil das ist einfach das super Zugfahrzeug. Der kann eben auch den LKW rausziehen und so. Ne? Der Nissan ist einfach, selbst mit richtigen Schlappen, ist der Nissan einfach hinten zu leicht. Ne? Und dann, also und allgemein eigentlich zu leicht. Ne? Der hat lange nicht die Traktion, die der Jeep hat, ne? Und dann hat der Jeep dann auch die Untersetzung und so gut, der Nissan auch, aber eben lange nicht so wie der Jeep, ne? Der Jeep ist halt ein richtiger Geländewagen, ne? Das hier ist so ein Allround, ja, so ein Allround Workhorse, ne? Sage ich mal. Gut, lange genug geschnackt, ich muss um 9:30 bei meiner Besichtigung sein, die ist zum Glück hier vorne direkt in Callinghorst, also ist nicht so weit zu fahren, aber trotzdem, ich will ja pünktlich sein. Trotz, ganz kurz noch, was mir gerade einfällt. Der Marcel und die Nadine, die sind mit dem Gustl heute Morgen um 9:30. 9:30 kommen die an. Die sind also hier. Ne? Die wollten eigentlich ja uns ursprünglich besuchen wegen dem Kalendershooting. Ne? Der Gustl hätte also in den Kalender gesollt. Mit Tina zusammen, das hat sich ja jetzt leider zerschlagen. Aber Marcel ist trotzdem mit dem Gustl hier. Und ja. Die werden wir auch noch besuchen, die kommen dann auch noch in den Videos vor. Ich hoffe, dass Marcel auch noch eigene Videos macht. Ne? Besucht Marcel seinen Kanal, ne? Baumpflege Feier. Ja, besucht den lieben Gustl aus dem Wald. Ne? Cooler YouTube-Kanal, zeigen die Rückearbeiten und so, ist eben ganz cool. Besucht den ruhig und ich hoffe, dass ich auch Zeit habe, ihn die Woche zu treffen und dass wir trotzdem noch irgendwie einen schönen Tag miteinander verbringen können oder wenigstens einen halben oder so und dass die beiden hier einen tollen Urlaub haben. So, wir fahren jetzt wieder in die berühmte Dorfstraße. Warum mache ich die Kamera an? Genau, hier wohnt Wilke. Hier waren wir ja auch schon am Arbeiten bei dem Haus. Da haben wir Wurzeln gefräst für einen befreundeten Galabauer. Und ich gucke jetzt mal, ob wir bei Wilke vorbeikommen oder nicht. Dann kann ich euch das Haus nochmal zeigen. Obwohl ich denke, dass ihr das aus seinen Videos auch kennt. Richtig? Richtig. Wahrscheinlich wohl. Also, das ist Haus Nummer 16. Und wir müssen aber zu einem anderen Haus. Und das ist übrigens ein schöner Hof. Ich finde das schade, aber ich glaube, da wohnt noch jemand. Das sieht mir irgendwie auf jeden Fall. Das wäre noch was. Da hätte ich wohl Bock drauf, den wieder fertig zu machen. Ja. Und hier vorne, ne, da seht ihr, das kennt ihr aus den Videos, da wohnt halt der Wilke. Ne, das ist das Feenhaus, was sich Wilke wieder fertig gemacht hat. Steckt echt viel Arbeit drin. Ja, ist sehr schön geworden, finde ich. So, ich bin auf dem Rückweg, ich bin auf Reserve.
bin da so eine Menge gefahren heute, ne? Ist gleich 4 Uhr. Heute Abend um 7 habe ich noch eine Besichtigung. Jetzt werde ich, wie gesagt, tanken und dann fahre ich zum Gustl und da wartet ihr ja schon alle drauf, ne? Ich habe die Kamera ja nur mitgenommen, um euch den Besuch beim Gustl zu zeigen und dass der Gustl da ist. Und wenn ich getankt habe, dann fahren wir da auch endlich hin. Ich freue mich auch auf Marcel und Nadine, das sind nämlich echt tipptopp Menschen. Dann wollen wir mal gucken. Ich hoffe, ich darf hier überhaupt einfach so drauf fahren, aber ich mache das jetzt. Irgendwo muss ja der Pickup vom Marcel sein. Oder auch nicht. Wir gucken mal. Ha, da ist er schon. Jawohl. Ja, hi Schnucki. Ja, erstmal dich begrüßen. Hm? Ja, guck mal. Ja, guck mal. Und du bist ja lieb. Du bist ja so lieb. Moin! Moin! Ich hab mich gerade dreckig gemacht. Alles gut, du. Und? Und? Ja, ich bin bis auf eine so weit durch, aber die ist heute Abend 7 mehr. Großer! Hm? Ich habe gar keine Bananen, liegt aber daran, dass ich die Woche noch gar nicht einkaufen war. Guck mal, wer da kommt. Aber am Morgen geht der Papa mal einkaufen, hier der Onkel, und dann bringt er den Papa Bananen vorbei. Hä? Mein Loser, mein Schlingelinski. Oh, die Bremsen haben dich schon wieder, wa? Soll ich Ballistol holen? Hab ich schon. Mistviecher, ey. Ich hab ihn eingesprüht, da siehst du es auch noch. Siehst du? Ja, gemeine Viecher, ne? Die sollen dich in Ruhe lassen. Wenn du Blut spendest, dann nur für andere Pferde, hm? Ja, tatsächlich habe ich erfahren, dass du es überlebt hast, gell? Ja? Also er hat schon, ja, hast du gut gemacht. Mindestens ein Leben gerettet. Papa haut die Bremsen tot hier. Kommt noch ein paar Folien. Mistviecher. Kommt noch ein paar Folien. Boah, das sind echt dicke Dinger, ne? Wollte ich gerade sagen, ey. Mal lieber der Gesang fahren. Kommt noch ein paar Folien dazu. Schnuggibutz. Schnuggibutz. Jo. Erwachsenenpferd bauen und so. Ja. Mein Großer, hm? Lange nicht gesehen, ne? Spatzi? Die kommen aber jetzt erst raus, die Fremden, gell? Vorhin war es ein bisschen windiger. Spatzi, hm? Jo. Du und dein großer Kopf, hm? Du und dein großer Kopf. Boah, Alter. Du hast eine freundliche Sturheit, die er manchmal hat. Es ist Wahnsinn, ne? Also machst du im Moment noch viel mit ihm, weil er ist ja... Oder hast du im Winter so viel gemacht? Der hat ja... Junge, du stehst ja voll in Kraft und Saft, ey. Keine Kamera, ne? Ich sag, das lenkt ab von der Arbeit, Papa, ne? Das lenkt ab von der Arbeit. Lass dich hier nicht von den Viechern auffressen, Schnucki. Die saugen dich aus hier. Hause tot. Ne? Hause tot. Oh, Satan, hast du Muskeln gekriegt, ey. Junge. Ja, im Moment ist das alles noch cool. Im Moment macht das alles noch Spaß, so wie es ist. Ich freue mich, dass es weitergeht. Ich freue mich, dass ihr mir treu bleibt. Und ich freue mich über die ganze Unterstützung und Hilfe und die vielen lieben Worte, die ich von euch bekommen habe. Natürlich waren auch wieder ein paar Böse dabei. Aber das ist eben so. Zum Glück überwiegen die Lieben. Goodie. Ich bin oben am Aufräumen. Aufräumen, sauber machen, wegschmeißen. Ne, damit wir hier Platz kriegen für den Job. Der muss da doch nach oben, damit ihr nicht die ganzen Küchengerüche in den Sachen habt. Ne, also hier bin ich jetzt am Chaos beseitigen, am Aufräumen, am sauber machen. Und hier kommt der Job dann hin. Ich habe übrigens ein Geheimnis für Ordnung entdeckt. Ne? Das heißt wegschmeißen. Wenn du das über ein Jahr lang mit dem Arsch nicht mehr angeguckt hast, hau es weg. Du wirst es nicht mehr brauchen, außer es sind irgendwelche alten Fotos oder so oder Erinnerungen oder irgendwas. Aber wenn es irgendeine Hose ist oder so, die hier schon 2 Jahre rumgelegen hat, Oberhemden, Krawatten, ich hau es weg, ab in die Altkleidersammlung. Ich trage eh kleine Krawatten, ich habe nicht mal zu meiner Hochzeit eine Krawatte getragen. Der Heizkörper, wie gesagt, muss da jetzt noch montiert werden, dann ist die Ecke auch soweit frei. Eigentlich hätte ich auch Fußleisten vorher dran schrauben müssen, aber da scheißt jetzt mal der Hund drauf, das hat immer ohne geklappt. Dann wird es auch weiter ohne klappen. Die Elektrik werde ich aber irgendwie noch. Ich hatte die Hoffnung, dass Christopher mir vielleicht noch bei der Elektrik nochmal hilft oder so, damit ich das Haus verdrahtet kriege. Ich werde heute noch eine Fensterbank bauen, ne? Da ist seit 11 Jahren keine Fensterbank drauf. Das wird gleich abgesaugt, dann wird das ausgemessen, dann kommt da eine Fensterbank drauf.
Fertig, aus, Mickey Maus. Will mich nicht mehr rumärgern. Holz habe ich genug da. Fensterbank drauf. Machen. Das ist das, was ich sagte. Ne? Kleine Ziele. Machen. Ne? Bettwäsche und so alles gleich noch in die Schränke ein. Also erstmal waschen. Waschmaschine wird heute noch ein paar Mal laufen. Und wenn das gewaschen ist, rein in die Schränke. Ne? Ja, Bennett muss ja nächste Woche auch irgendwo pennen. Ne? Ihr seht, Alter, ich lasse mich von so einem Scheiß nicht fertig machen. Ne? Ich finde für alles eine Lösung. Ich brauche nur Zeit. Noch wieder eine große Grundstücksrodung heute bekommen. Heute Morgen um 7:15 fing das Telefon an zu klingeln und um 12:30 hat es endlich aufgehört. Vorher bin ich zu nichts gekommen. Es war nur am Klingeln. Ich hatte beim Anwalt, ich habe da eine halbe Stunde gesessen, ich hatte 6 Anrufe in Abwesenheit. 6 Anrufe in Abwesenheit innerhalb von einer halben Stunde und es war nicht 6-mal der gleiche, es waren 6 verschiedene. Also es ist echt krass. In 2 Monaten ist Saison. Bis dahin muss ich mich eigentlich, ich muss mich ganz neu aufstellen. Ne? Ich muss mich ganz neu aufstellen. Ja, so einfach ist das. Ihr könnt erkennen, was das hier oben wird, ne? Das wird der neue Shop. Ich habe hier gesaugt, gewischt, aufgeräumt. Hier steht schon ein Teil von dem Shop-Kram, das räume ich dann ein. Dann kriege ich unten, wie gesagt, wieder Luft. Nur das eine große Kallax-Regal, das weiß ich nicht, ob das hier hin passt, ob ich das hier irgendwo reinbauen kann oder ob der Raum dann zu klein wird. Geht los. Ungewöhnliches Gespann. Ja, ich sitze im Nissan. Ich habe mir nämlich Unterstützung geholt. Wie ich ja schon mal sagte, die Feuerwehr Iren hat mit kompletter Mannschaft und die haben alle fast alle LKW-Führerscheine. Und ich habe denen jetzt gesagt, pass mal auf, für alle die noch keinen Kettensägenschein haben, ich darf ja Modul A und B ausbilden. Guckt, wie viele Leute ihr habt und dann mache ich euch fit mit den Kettensägen im Modul A und B. Natürlich kostenlos, weil die eben, wie gesagt, ihre Hilfe angeboten haben. Was ich echt geil finde. Ich hätte nie gedacht, auch eben, wie gesagt, von der Community, nie gedacht, wie viel aus der Community mir E-Mails geschrieben haben, Hilfe angeboten haben, wie viele bereit sind zu kommen. Wie gesagt, Feuerwehr und so, also hier auch aus dem Ort. Ein Bekannter macht gerade eine Ecke von seinem Schleppdach, also ein Teil von seinem Schleppdach leer. Er hat dann noch so einen Oldtimer-Trecker stehen, den er zerlegt hat, baut ihn gerade zusammen, nur damit ich da Sachen unterstellen kann und so. Was natürlich dann mein, also ich habe natürlich einen streng gestrickten Zeitplan, was das Räumen des Platzes angeht. Warum habe ich die Kamera an? Genau, es ist wieder ein Baum heute. Es ist eine Kirsche, die gespalten ist, ziemlich großes Ding, also ziemlich dick. Groß ist sie nicht, also jetzt nicht was Höhe und so angeht. Aber die steht eben über einem Fischteich und über einem Zaun und allen möglichen Ecken, wo was kaputt gehen kann. Deswegen ist das gar nicht so einfach. Deswegen, weil oben kein Ankerpunkt ist, um sich einzubauen und man aber mit einer Bühne und so nicht rankommt. Und schon wieder klingelt das Telefon. Ne? Es ist 7:55 und es klingelt das Telefon. So, wie gesagt, da steht er. Nichts Wildes. Problem ist halt, oben kein Ankerpunkt und diese breiten, weit auslagenden Äste gehen hier halt über den Zaun, über den Wintergarten und überall hin. Stumper Hunters habe ich gestern Abend hier schon hergebracht, weil die Wurzel gefräst werden muss. Ich muss die Räder abschrauben, dann muss sie eben hier durch das Tor. Ja. Und wie gesagt, hier hängt das eben über dem Dach und so und deswegen gerade so mit den Ästen hier über dem Vogelhaus und über dem Fischteich und so eine Sachen, das muss eben alles dementsprechend klein geschnitten werden und auch hier, was hier so über den Zaun hängt, das ist eben das, was eher so ein bisschen kritisch ist. Der Rest ist kein Problem. Er ist halt da gespalten. So, dann legen wir gleich los. Yeah.
Eigentlich ist der Baum Geschichte. Ein bisschen aufräumen noch, ein bisschen aufpacken. Aber nichts kaputt gegangen. Ne? Hier Lampen nicht, Weg nicht, Vogelhaus nicht, Zaun nicht, Rhododendron nicht. So wie man das von uns kennt. Fräsen muss ich dann nachher noch eben. Und dann ist das alles gut. Dann ist diese Kirsche auch schon wieder Geschichte. Ich puste hier noch im Einmal, Terrasse und alles schick. Wege ab und so. Den Stubben, wie gesagt, den fräse ich heute Abend. Dazu muss ich die Fräse auseinanderbauen. Ansonsten ist soweit hier alles weg. Wie gesagt, muss nur noch einmal gepustet werden. Dann ist der Garten wieder schick. So, es ist der 27. 21.45 Uhr. Ne? Falls ihr fragt, wann ich den ganzen Kram immer noch schneide. Genau, abends. Und ich sitze hier wirklich selber vorne. Da ist hier keiner, das mache ich selber. Ist übrigens auch ganz einfach. Du lädst den ganzen Scheiß in einen Ordner. Ziehst dir den Ordner hier rein. Ne? Und dann guckst du dir den ganzen Kram an. Und dann hast du hier dein Schnittsymbol. Und dann setzt du den Punkt, wo du schneiden willst. Und dann machst du da die Schere. Und dann drückst du hier auf Entfernen. Und dann ist das raus. Ne? Ich werde auch jetzt zum ersten Mal, ich gucke mir gleich ein YouTube-Tutorial-Video an. Und dann werde ich nämlich zum ersten Mal auch ein paar Sachen im Schnelldurchlauf. Ne? Also dieses hier jetzt, wie ich Fräse ablade und so. Das nehme ich raus, weil das Video würde sonst irgendwie eine Stunde 25 gehen. Genau, eine Stunde 25 und ich bin jetzt schon bei 12 Minuten. Und ich habe eigentlich nur wieder im Auto gelabert. Und dann geht die Baustelle jetzt gleich nach 12 Minuten erst los. Ich muss also gucken, ich mache jetzt erstmal einen Grobschnitt, also alles, was sowieso raus kann, raus. Und dann werde ich vielleicht noch den einen oder anderen Schnelldurchlauf noch machen oder so, also mal schauen. Aber wie gesagt, das mache ich eben alles hier in meiner Freizeit nebenbei noch selber. Und wie gesagt, Schlaf wird überbewertet. Aber das brauche ich eben, das hier, das alles Geplänkel, das habe ich, falls man mal Füllmaterial braucht oder so, ne? Aber, Alter, ihr kennt mich, ne? Ich kann auch eine Stunde reden, ich brauche nie Füllmaterial. Und niemand interessiert, wie ich die Fräse da zur ersten Wurzel fahre, auch wenn ich das jetzt gefilmt habe, aber ich weiß auch immer nie, wie lange ich die Videos mache und ob ich, eigentlich ist das immer ein Tag, ne? Ich lasse ja immer einen Tag so die Kamera mitlaufen. Seht ihr ja jetzt auch, ne? Mein Tag klingt ja jetzt quasi aus. Und dann muss man einfach gucken, was man davon benutzt und was man davon nicht benutzt, ne? So wie jetzt, das ist alles doof, ne? Kein Arsch interessiert die Fräse von hinten. Ne? Das schneide ich komplett raus. Ne? Also ich habe da hinten schon mal einen Schnittpunkt gesetzt, als ich die Fräse abgeladen habe. Ich werde gleich, wenn das alles durch ist, den zweiten Schnittpunkt setzen. Und ja. Dann fehlt das schon mal alles, ne? Weil das ist Schwachsinn. Ihr müsst euch da hier nicht irgendwie 3 Minuten von hinten angucken, da, wie ich da die Wurzel rausfräse. Das interessiert keinen Menschen. Oh, ich muss mit Speicherplatz aufpassen, weil ich ja morgen noch den Gustl filmen will. Und ich sehe gerade, ich habe nur noch 40 Minuten. Sonst muss ich morgen noch eine zweite Karte mitnehmen oder so. Muss ich mal schauen. Also ihr seht, ist boring, ne? Schneide ich alles raus, braucht ihr euch nicht angucken. Wie gesagt, wenn das gleich soweit ist, dass das vorbei ist, dann halte ich den an. Mach da wieder das Scher. Oh, warte. Geht gleich los, glaube ich. Dann könnt ihr da doch noch bei sein, ne? Dass das kein Fake von mir ist. Jo, jetzt fahre ich die Fräse weg. Gucken, wo gleich der nächste Clip anfängt. Dann gehe ich bestimmt hin, nehme die Kamera, wie gesagt, dann drücke ich auf Pause, setze den nächsten Schnittpunkt. Und dann geht das hoffentlich mit was Interessantem weiter, weil habt ihr jetzt gesehen, das Ding von hinten ausfräsen ist völlig uninteressant. So, jetzt gehe ich zur Kamera, dann kommt jetzt gleich hier unten gleich der nächste Clip. Zack, so, da gehe ich jetzt auf die Fläche. Dann setzen wir da jetzt den nächsten Schnittpunkt. Dann klicken wir da einmal rein. Dann ist das alles weiß markiert. Und dann gehen wir auf Entfernen. Und dann seht ihr gleich, zack, jetzt ist das Video schon nur noch 1,22. 3 Minuten Wurzel von hinten fräsen rausgeschnitten. Ja, und so arbeite ich mich jetzt durch eine Stunde 22 Video. Das heißt, es wird sein irgendwann eine Stunde drauf. 21, 22, 50, 23, 30, wenn ich dann mich bettfertig machen kann, wenn alles gut läuft. Da kommt der Schlingelinski schon. Da ist der Marcel mit dem Schlingelinski.
Moin! Ja, wir haben KRK-Kräfte innerhalb von einer Stunde. Ja, einsatzbereit. Einsatzbereit. Ja, cool. Ja, fahren wir nach Leer. Moin! Ja, wo ist jetzt geht's? Oh, wir sind da. Wie gesagt, sehr eng alles. Hier liegt ein Sturmschaden. Ihr seht eine entwurzelte Birke. Ich wollte hier ursprünglich einen Kran aufstellen. Das geht aber nicht. Und deshalb müssen wir jetzt gucken, wie wir hier zurechtkommen. Rein und raus, die behindern wir nicht, stehen hier an der Seite, der LKW steht auf der Auffahrt und der Gustl hat da hinten geparkt. Der Gustl geht hier auch ins Gemüse, das kann der, das kennt er aus dem Wald. Und dann ist der Plan, ich habe hier schon mein Wurfbeutelchen dabei, dass wir ein Wurfbeutelchen Seil da reinschmeißen und dann ziehen wir den Baum mit dem Gustl ab. Das kennt er vom Wald und das wird schon funktionieren, denke ich. Also hier, wie gesagt, entwurzelter Sturmschaden liegt da drinnen. Die Ecke vom Haus ist tendenziell gefährdet. Aber wir haben die Hoffnung, dass der sich da rüber rollt. Ich werde vielleicht sonst da auf der Seite noch mal ein paar Äste abschneiden. Werde ich gleich mal dran hochklettern. Ein paar Äste abnehmen und dann haben wir die Hoffnung, dass der rüber rollt. So ist der Plan. Der Plan ist, glaube ich, ganz gut. Aber der Ast, wie gesagt, wird vorher ab müssen. Und dann mal schauen. Morgen! So, ich bin mal kurz hoch. Hab den Ast weggenommen, hab den Ast, der das Dach gefährdet, weggenommen und der hier in dieser toten Kuhja hing. Füll ich hier gleich noch ein bisschen was weg, dass wir den Baum auf dieser Seite nackig kriegen. Und dass, wenn wir den danach da rausziehen, dass wir da nichts mehr dran haben, damit hier die Dachrinne und die Ecke vom Haus nicht gefährdet ist. Der Gustl ist schon fertig, der will los, als der die Säge gehört hat. Den bauen wir dann gleich hier auf. Dann baue ich da das Seil ein. Und dann ziehen wir den Baum nach da raus. So ist der Plan. Der Plan ist gut. So machen wir es. Der Gustl passt halt in jedem Garten, ne? Ja, das ist schon. So, er hat ihn rausgezogen. Ne? Wir haben den Hänger jetzt am Boden liegen. Und wie sage ich immer so schön, jetzt können wir ihn fällen wie einen normalen Baum. Ne? Also nichts, genau, weil er liegt. Ne? Jetzt kann ihn eigentlich. Genau, jetzt kann ihn eigentlich jeder aufarbeiten. Ne? Schnuffi, hast du gut gemacht. Ja, und du sollst. Ja, Buche kannst du fressen. Buche kannst du fressen, genau. Bei Eibe und. Nee, das muss nicht sein. Was haben wir gehabt? Buche kannst du fressen. Was haben wir gehabt? Und Ewald. Ja, cool. Also, Baum ist unten. Gustl hat den abgezogen. Jetzt kann Gustl aus dem Garten raus. Wir zerlegen das Ding, schmeißen ihn auf den Anhänger. Fertig, aus. Mickey Maus. Ja, ne? Hier wäre mehr, wäre hier nicht reingekommen, gebe ich zu. Ne? Man hätte den ja auch versuchen können, mit einer Maschine runterzuziehen. Aber der Wärmer hätte hier keinen Platz gehabt. Der kann sich hier nicht bewegen. Der hätte auch keinen. Der sah aus mit dem Seil, aber der hang vor oben schon noch ziemlich in der Krone drin. Gell? Ja. Und das Krasse ist ja auch, wir hätten hier auf dem Rasen keinen Schrapp gekriegt. Der Baum ist zerlegt, kurz auseinandergeschnitten und weg. Wie lange hat es jetzt gedauert? Halbe Stunde? Ja, drei Viertel, ne? Kommt wohl hin, ne? Zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Na, sehen Sie, das ist die Hauptsache. Ich habe noch nie ein Pferd im Garten gehabt. Noch nie ein Pferd im Garten, ja. Aber mit unserer Maschine wären wir nicht reingekommen. Und für einen Autokran ist das vorne alles zu eng. Ne? Das wäre auch zu teuer geworden, wenn man hier jetzt einen Kran aufgebaut hätte. Ja. Ja. Und so hat es ja super funktioniert. Alter. Wir müssen erstmal die Krisenreaktionskräfte einschreiten. Ja. Wir sind in der Stunde Einsatz- und Abmarschbereit. Ne? Also eigentlich bin ich in 15 Minuten Einsatz- und Abmarschbereit, wenn es sein muss. Ich habe das, weil ich ja die Sachen, also ich habe eine Kiste, wo ich die Sachen habe, wenn ich mit dem Wald fahre. Da habe ich meine Essenskiste und so weiter. Ja. Also teilweise so: Kiste nehmen, Auto, Pferd rein, ab. Weg, genau. Ich auch. Der LKW ist immer fertig gepackt. Wenn er vollgetankt ist, weißt du, dann. Ja, so, geil. Wo guck mal. Du hin? Ja, der ganze Scheiß muss eigentlich in den Trailer. Ne? Das ist zwar doof, aber mit Hacker werden wir gar nichts. Kannst du noch mal ein bisschen klein machen den Trailer? Ja, oder wir schmeißen es oben drauf und ich mache nachher einen Gurt drüber. Wie du willst. Ja, so machen wir es, glaube ich.
Vergessen, die Kamera anzumachen. Da fährt der liebe Gustl mit dem lieben Marcel. Wir haben drin, sonst muss ich Fotos einfügen, wenn ich rausfinde, wie das geht. Wir haben drin im Grundstück alles aufgeräumt zur Sicht. Und ja, hat der liebe Gustl, hat er den Baum da runtergezogen gekriegt, ne? Marcel das im Wald macht, ne? Er hat da die Erfahrung mit Hänger aus dem Wald ziehen. Also jetzt nicht Anhänger, sondern Baumhänger. Anhänger aus dem Wald ziehen hat er bestimmt auch Erfahrung. Ja, und dann haben wir den abgezopft und haben den einfach, so wie er das im Wald machen würde, gerade rausgezogen. Und dadurch, dass ich vorher die Äste abgemacht habe, so, da ist er, ne? Feier, Baumpflege und Rückarbeiten. Ausgebildeter ETW. Rahl zertifiziert, also alles Schikitowski. Könnt ihr also auch engagieren, den lieben Marcel mit dem lieben Gustl. Jo, ich muss dann jetzt sehen, dass ich den ganzen Grünabfall loswerde hier, weil wir ja alles nicht gehackert haben. Rechts auf die Auffahrt. Könnte ich nach Aschendorf bringen, ist aber ein bisschen viel Fahrerei. Wir haben ja noch EPS-Baustellen heute zu klettern und mit der Bühne zu machen. Das heißt, ich werde das wohl bei Halvassen kippen, muss dann natürlich dementsprechend bezahlen. Ne? Beim Holzhof Aschendorf wäre es umsonst, weil der schreddert es ja und vermarktet dann den Schredder. Aber ist egal, ist jetzt viel Fahrerei. Ich muss Zeit sparen und dann muss ich mir halt ausrechnen, was ist günstiger, wenn ich da ein paar Mark für bezahle oder wenn ich dafür anderthalb Stunden hin und her fahre. Und ich glaube, ich kann in den anderthalb Stunden mehr Geld verdienen, wenn ich EPS entfernen gehe, anstatt dass ich mit Grünabfall durch die Gegend fahre. Gut. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich nicht viel gefilmt habe, weil ich damit beschäftigt war, zu arbeiten und weil das eben mit dem Gustl so im Garten für mich ja auch neu war. Ne? Hat aber alles geklappt. Ich hatte natürlich ein bisschen Angst um den Gustl, weil als er da reinlief, musste er ja auch über den Zaun rüber und so. Aber das hat er alles mit Bravour gemeistert, der liebe, gute, kleine Schlingelinski. Jetzt muss ich heute noch mal ein paar Bananen kaufen. Und ich muss dann auch eben gucken, dass wir für das Shooting am Freitag und am Samstag, die Location verrate ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wann ich das Video poste. Nicht, dass da dann 1000 Schaulustige hinkommen, das wäre für die Models auch blöd. Es hatten sich ursprünglich 15 gemeldet. 3 mussten wir aussortieren wegen Alter, die waren unter 18. 12 sind dann geblieben. Von den 12 hatten dann 8 letzten Endes an den veranschlagten Tagen Zeit. Wie viele von den 8 dann wirklich kommen, müssen wir mal gucken. Wenn aber 4 oder 5 kommen, bin ich auch glücklich. Ich möchte euch eben diesen Kalender bieten. Und auch wenn das natürlich gerade viel Stress ist, das alles zu organisieren und durchzuziehen, ist es mir das wert, weil ich euch eben zeigen möchte, dass ich weitermache, ne, und dass ich das irgendwie schon schaffe. Vielleicht schaffe ich es auch nicht, das kann ich ja noch nicht sagen. Aber wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wer kämpft, kann verlieren. Oder eben gewinnen. Und ich versuche, dass ich meinen Kopf über Wasser halte. Da habt ihr immer die Tasche mit. Ich versuche so viel wie möglich nebenbei zu machen. Aber ich habe jetzt auch schon wieder 9 Anrufe in Abwesenheit, während wir da auf der Baustelle waren. Das funktioniert einfach nicht, ne? Damit ich auf der Baustelle das Geld verdienen kann, weil ich verdiene im Büro kein Geld. Das heißt, es gibt zwar diesen Spruch, wer in seinem Unternehmen arbeitet, kann nicht an seinem Unternehmen arbeiten, das ist richtig. Wenn ich auf der Baustelle bin, kann ich mich nicht darum kümmern, dass mein Laden wächst und dass Aufträge rankommen. Aber diese Büroarbeit, das kann eben auch jemand anders machen. Ne? Dafür muss der nicht die Skills haben, die ich für die Baustelle habe. Ne? Dafür muss der Büroskills haben und die habe ich nicht. So, also wo bin ich in meinem Unternehmen nützlich? Auf der Baustelle. Wo tauge ich in meinem Unternehmen nichts? Im Büro. Also muss ich das Büro abgeben und ich muss sehen, dass ich auf den Baustellen das Geld verdiene. Ganz simple Geschichte. Ich glaube, das seht ihr genauso. Ich hoffe, das hat euch, wie gesagt, gefallen, auch wenn es recht kurz ausfällt mit dem Gustl. Ich hätte gerne mehr gezeigt, aber es ist eben, wie gesagt, auch nicht ohne. Und es war eben kein alltägliches Ding und es war da alles eng und gefährlich und da stand auch die Laterne und dann war da das Haus und so. Also deswegen nicht so viel gefilmt, sondern sich mehr darum gekümmert, dass man das unfallfrei hinbekommt. Vor allem auch unfallfrei für den lieben Gustl.
So, jetzt kann ich es ja ruhig sagen, ein Tag vom Shooting, diesen Donnerstag ist das Video ausgefallen, es gab also Dienstag ein Video und es wird Sonntag ein Video geben, oder hat es gegeben, und zwar hat es Sonntag das Video vom Fräsen gegeben, wo ich das erste Mal mit Stumper Hontas unterwegs war. Ich habe, wie man sieht, den Trailer dahinter, da ist der Wehrmeer drauf und ich habe Gitterboxen drauf, könnt ihr vielleicht erkennen. Ich bringe die restlichen Gitterboxen zu meinem Freund Steffen Merler. Das hatte ich damals, glaube ich, nicht gefilmt, aber ihr habt das, glaube ich, auf Facebook gesehen. Und auf Instagram. Instagram, ja. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich bringe da jetzt den Kram hin. Gleichzeitig lasse ich den Werbeer da, weil den brauchen wir morgen fürs Shooting. Und damit habe ich dann die Location verraten. Richtig, es wird bei meinem Freund Steffen Merler geshootet, weil da sind eben Holzfiguren, die können wir schön in das Shooting mit einbeziehen. Da sind eben, da ist Wald. Da ist Wald und da ist eben Bäume und alles, was wir brauchen. Da ist alles, was wir brauchen für das Shooting und dementsprechend bietet sich das an. Da ist eine Möglichkeit, sich umzuziehen. Da ist eine Möglichkeit, mittags sich hinzusetzen und zu essen. Da ist eben alles, was wir brauchen. Da sind Holzspäne. Da kann man die Mädels noch ein bisschen mit Holzspäne pudern oder so. Also bietet sich das an, so wie Tina und ich das früher im Wald gemacht haben. Das ist ganz cool. Und das kannst du natürlich auch machen, wenn du alleine bist. Aber wenn da mehrere Mädels sind in so einer in der Öffentlichkeit, also Tina konnte sich dann im Auto umziehen oder ich habe ihr eine Decke davor gehalten oder so, ne? Tina ist da auch ein bisschen schmerzbefreiter, glaube ich. Also das war eigentlich immer ganz cool und ganz toll, dass sie das eben so mitgemacht hat. Aber da ich die anderen Mädels nicht kenne, nicht weiß, wie die das so mitmachen, gehen wir auf eine private Location, damit eben da keiner irgendwie den Mädels was weggucken kann oder eben irgendwie da noch dumme Sprüche kommen oder so und vor allem damit der Gustl eben auch ein bisschen Auslauf hat und nicht weglaufen kann. Und ich weiß eben auch nicht, wie so ein Waldbesitzer das sieht, wenn wir da einen Holzstamm einfach so durch den Wald ziehen, sag ich mal, um ein paar Fotos zu machen. Das muss man ja auch alles mit bedenken oder da mit dem Wehrmeer rumrumpeln, ne? Zumal ich zu so einer spontanen Location im Wald, so wie Tina und ich das immer gemacht haben, einfach hinfahren, gucken, wo ist ein schöner Platz, Fotos machen. Das kannst du eben machen, wie gesagt, wenn du Zeit hast und wenn du alleine bist und ihr mit einem Auto fahren könnt. Das kannst du eben leider nicht machen, wenn da mehrere sind. Ich freue mich jedenfalls, dass es trotzdem geklappt hat. Ich hoffe auch, dass es was wird, also dass es alles gut wird. Und bin gespannt, wie ihr das annehmt. Es ist natürlich für mich auch jetzt gerade im Moment ein riesen finanzielles Risiko, weil ich wieder mit unheimlich Geld in Vorleistung gehe, weil es wieder zwei mit diesem Vorbereitungstag respektive drei Tage sind, die ich nicht arbeite. Das sind drei Tage, wo mir Umsatz fehlt. Aber ich denke, das ist es wert. Ich hoffe, dass es funktioniert und gut angenommen wird. Und dann ist mir eure Freude Lohn und Dank genug für die Mühen. Und ich hoffe, das zeigt eben auch ein Stück weit, dass ich es ernst mit euch meine und diesen Kanal erhalten möchte, meine Firma erhalten möchte und eigentlich alles beim Alten lassen möchte, nur eben, dass ich in Zukunft alleine bin.